Liebe Freunde, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen, der Shuffle ist da, alles klar. Und heute gibt's wieder eine neue Mod-Review auf meinem Kanal. Und zwar von der Mutant Creatures Mod. Eine richtig coole Mod. Und sie ziert sogar einen Teil meines Mod-Intros. Und von daher, irgendwann muss die ja mal drankommen. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern schauen mal, was wir hier Geiles am Start haben. Heute allerdings haben wir nicht nur eine große Kiste, nein, wir haben unglaubliche zwei kleine Kisten. Und das Ganze habe ich in Folgendes eingeteilt. Einmal Eier und zusätzliche Materialien, die werden wir uns auch noch alle anschauen. Und der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, einen von den Typen, die wir hier haben, hat man schon mal. Er hat aber noch was anderes, um uns zu ärgern, wenn wir fliegen. Nämlich den Mutant Creeper. Ich glaube, das war meine erste Mod-Review auf meinem Kanal, also die ist wahrscheinlich schon 1000 Jahre alt, aber den Dude hat man schon mal und heute reviewen wir quasi noch seine Kollegen dazu und ich würde sagen, wir fangen mit dem einfach direkt mal an. So, und um den Kollegen jetzt mal zu testen, würde ich sagen, gehen wir mal etwas weiter weg, damit wir hier nicht unsere schöne Plattform kaputt machen. Und ja, ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Da ist er, oh Gott, der greift mich direkt an. Also, er hat verschiedene Attacken, mich anzugreifen. Einmal, er kann springen, erzeugt damit eine Explosion. Er hat mich auch gerade mit seinem Kopf geschlagen. Er nickt mich tot quasi. Das sieht so behindert aus. So, dann kann er noch schön hochspringen. Das macht er wirklich toll. Alter, zum Glück habe ich eine Dia-Rüstung an. So, jetzt hat er kleine Creeper-Minions gespawnt. Oh, 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 Alter. So, wo ist er? Da ist er. Ich kann mich hier verstecken. Ich kann mich hier verstecken. Oh, okay, jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Scheiße, okay, ich bin mit der Hälfte runter. So, er ist gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, oh, oh. Komm, komm. Oh, er zieht mich in sein Band. Scheiße, er stirbt, er stirbt, er stirbt. Es wird eine Riesenexplosion. Oh, fuck. Wahnsinn. Also, er ist gestorben. Wir sind wieder hier gespawnt, zum Glück. Und, was hat er gedroppt? Ein kleines. Wo ist es denn? Hä? Ein kleines Ei. Da ist es. Jawohl, das grab ich mir jetzt mal. Also, ihr habt ja gerade am Ende gesehen, der Creeper hat mich quasi in seinen Bann gezogen und dann gab es die Riesenexplosion. Und ja, dieses Ei hier kann man auch aufheben. Und man kann, wow, es bewegt sich. Rechtsklick und, na, wo ist es? Nicht in eurem Inventar, aber auf eurem Kopf. Yeah! Also das hab ich damals auch schon in der Review. Das gab's damals in der Review auch schon von mir. Also daran hat sich nicht wirklich viel geändert. Und ihr könnt jetzt 3 bis 5 Minecraft-Tage mit diesem Ding umherlaufen und dann schlüpft euer persönlicher Creeper. Das ist richtig cool. Und was das für ein Creeper ist, das schauen wir uns direkt mal an. So, da sind wir wieder. Ich fühle mich irgendwie wie so eine Mutti mit dem Ei hier. Und ja, wenn wir also 3 bis 5 Tage warten, dann bekommen wir irgendwann den Kollegen hier, den Creeper Minion. Und den spawnen wir direkt mal hier. Und oh, ist der süß. Der ist wirklich geil. Der greift mich auch nicht an. Ihr seht, ich bin im Survival-Modus. Und wenn wir den Kollegen jetzt hier noch ein bisschen, ja, ich sag mal, verändern wollen, dann nehmen wir jetzt einfach hier so ein Creeper-Stats-Teil. Moment. Das können wir mit folgendem Rezept craften. Da brauchen wir einmal hier 4 mal Cobblestone und einmal Gunpowder. Und dann können wir auf den Typen hier Rechtsklick machen. Ja? Und da können wir auch noch einiges einstellen, wie zum Beispiel, soll er jetzt Blöcke kaputt machen oder nicht. Oder, und das finde ich richtig geil, wir können ihm einfach einen Namen geben. Nehmen wir mal Toms Buddy. Obwohl, nee, das klingt, als hätte ich ein Verhältnis mit dem. Ich nenne ihn einfach Ulf. So, das ist jetzt Ulf. Oh, ist der nicht süß? Der ist so schnucklig. Ja, also das ist der Ulf. Und wir können den Ulf sogar noch etwas verbessern, sage ich mal. Denn ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gunpowder und TNT. Und Gunpowder zum Beispiel würde ihn heilen. Ich habe ja hier dieses Creeper-Stats-Teil. Und wenn wir nochmal drauf gehen, sehen wir, der hat gerade 4,5 von 4,5 Herzen. Normalerweise haben sie nur 4. Aber passt mal auf. Ich gebe dem jetzt mal hier ein bisschen Gunpowder zu fressen. Und wir sehen, er wird nicht nur geheilt, er hat insgesamt jetzt einfach schon mal 6 Herzen. Ja, also wir können das immer so weiter treiben. Wir können ihm allerdings auch TNT geben. Und wir schauen nochmal ganz kurz auf seine Blast Radius Stats. Er hat gerade 1,0 und jetzt gebe ich ihm einfach mal TNT. Und jetzt hat er immer noch 1,0. 2, 3, so. Ich habe ihm jetzt nochmal 3 TNT gegeben, denn ich glaube, einer muss standardmäßig gegeben werden. Und jetzt dürfte er 1,5 haben, okay.
Also ihr seht, man muss ihm mehrere geben. Ich glaube, normalerweise wird das Ganze um 0,2 erhöht. Jetzt hat sich quasi hier sein Sprengradius ein bisschen erweitert. Und ja, Klein Ulf, den können wir jetzt hier auch wie so ein Hund quasi mitnehmen. Quasi. Guck mal, komm mal mit, komm mal mit. Oh, kommt da. Er kommt wirklich hinterher. Natürlich in einem Affenzahn. Das heißt, plant gut mal ein paar Tage mehr für eine Minecraft-Tour ein. Und wir können jetzt auch wieder hinsetzen und sagen, Witz. Und da guckt er uns einfach bloß unschuldig an. Aber in Wirklichkeit ist es ein böser Creeper. Okay, und ich würde sagen, damit sind wir durch. Wir schauen mal, was wir noch in unserer Kiste haben. So, ach, was ich noch ganz vergessen habe, stimmt, wir haben ja noch unseren Creeper-Schar. Den muss ich eben noch zeigen. Das Ding funktioniert so, dass wenn wir jetzt hier mal einen anderen Mob hätten, hier, nehmen wir mal dieses schöne, unschuldige Schaf. Ich kann jetzt mit Rechtsklick eine Explosion erzeugen. Passt mal auf. Bam! Habt ihr gesehen? Das Ding war sofort tot. Und das Ding können wir wieder aufladen. Also ihr seht, das hat so eine kleine Leiste, indem wir andere Mobs damit schlagen. Das heißt, mit jedem Schlag... Warte mal, ich gebe mir jetzt hier einfach mal ein Schaf. Gucke, das setzen wir jetzt hier hin. Na du! Und das haue ich jetzt einfach. Und damit kriegen wir wieder neue Energie für unseren Shard. Ihr seht, ich habe jetzt ganz, ganz wenig. Da ein ganz kleiner roter Punkt ist zu sehen. Und es dauert auch ein Weilchen. Aber wir können damit richtig effektive Explosionen erzeugen. Im Kampf, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Und ja, das war der Creeper-Shard. Und ich komme hier gerade nicht raus. Wir schauen mal. Ja, ich bin wirklich super. Was es als nächstes gibt. Als nächstes an der Reihe wäre in unserem Fall jetzt hier der Mutant Zombie und den grab ich mir direkt mal. Du schaust zu, ne, und hast deinen Spaß und wir spawnen ihn, würde ich sagen, direkt mal hier so an der Ecke. Bam! Oh, da ist er auch schon. Und es ist sogar ein Villager-Mutant Zombie. Das ist richtig. Oh Gott. Ich bin zum Glück gerade gut ausgerüstet. Oh, oh, oh. Wir haben jetzt hier schon zwei Attacken gesehen. Also, er kann einmal über den Boden... Komm, mach's nochmal. Ja, komm, ich renn vor dir weg. Du musst schon deine Attacke machen. Ja, das war die Attacke Nummer 1. Die hat mir jetzt ein bisschen schlecht gesehen. Alter! Ja, ist gut. Reagier dich ab. Reagier dich ab, bitte. Da. Habt ihr das gesehen? Er, genau hier. Er wirbelt sozusagen den Boden auf. Und er hat uns auch gerade eben in der Luft rumgeschleudert. Ja, komm. Hui, jetzt wirbelt er uns nochmal durch die Luft. Sehr schön, das machst du gut. Komm, ich will dich töten. Ich bin aber gut ausgerüstet. Mann, dieses Kackei auf meinem Kopf. Oh, fuck. Zwei Herzen. Nein. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Komm. Er ist tot. Oder? Ist er tot? Er liegt zumindest da. Na, er ist nicht tot. Denn der Typ hier hat einfach mal kackfrech 3 Leben. Alter. Junge. Das heißt, wir können jetzt nochmal töten. Dann würde er wieder aufstehen. Beim dritten Mal allerdings würde er dann verbrennen. Das heißt, er stirbt dann auch tatsächlich. Aber wie ihr hier seht, er brennt auch am Tag nicht. Das heißt, die Sonne tut ihm gar nichts an. Komm, steh noch einmal auf. Jawohl, weiter geht's. Los, stirb. Jetzt ist er tatsächlich gestorben. Wir kriegen ein bisschen Experience. Und ja, er hat etwas gedroppt, nämlich den Hulkhammer. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Scharf siehst du aus. So, zur Demonstration von dem Ding habe ich mir mal eben hier so ein paar davon gespawnt. Und jetzt passt mal genau auf. Es ist nichts passiert. Aber jetzt mache ich mal Rechtsklick. Bam. Ich habe hier nämlich jetzt auch diesen, im Forum heißt es Muli-Effekt. Das heißt, Rechtsklick hier auf dem Boden. Und es kommt eine Bodenwelle zu dem Schaf hin. Das hat das jetzt nicht direkt erledigt. Aber zweimal und es ist tot. Und hier auch zweimal. Es ist tot. Es ist eigentlich ziemlich cool. Es sieht auch relativ geil aus. Ich könnte es hier bei dem Ulf machen, aber der ist mir irgendwie zu schade dafür. Nö, du bist mir echt zu schade dafür. So, okay. Das wäre also der Hulkhammer, den wir durch den Zombie bekommen. Und jetzt haben wir noch einige andere Kollegen hier. So, der nächste in unserer Reihe ist der Mutant Enderman. Zudem müsst ihr wissen, der verhält sich ähnlich wie ein normaler Enderman. Allerdings kann der euch manchmal einfach so angreifen, auch wenn ihr gar nichts getan habt. Ja, ihr seid unschuldig und er macht trotzdem. Und er wird nochmal aggressiver, wenn ihr einen Kürbis auf dem Kopf tragt. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach... ich habe ihn schon angeschaut. Nein! Pass auf, ich habe hier meinen Hulkhammer. Bam, bam, bam. Ich sehe gar nichts. Ich wurde geblendet. Das ist einer seiner Taktiken, dass ich einfach mal nichts sehe. Aber weiter geht's. Er kommt hinterher. Er hat sich teleportiert und er ist verflixt schnell. Verdammt, wo ist er? Da ist er. Komm. Ich hau dich kaputt. Ist das hier besser? Oh, fuck, ich brauche einen Apfel. Oh, danke, dass du mich aufladen lässt. Wow. Pass auf, was du tust. What the fuck, Alter.
komm, 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 komm. Wow, irgendwas passiert. What the fuck? Jawohl, er ist tot, wir haben ihn besiegt. Und wir werden nochmal richtig hin und her geschleudert. Ihr seht's, der Effekt ist richtig cool. Wow, wow, wow. Es werden auch andere Mobs getötet im Umfeld. Aber wir haben jetzt hier 8 Enderperlen und 8 Enderaugen. Das ist richtig genial. Okay, in meinem Fall waren es jetzt nur 5 Enderperlen und 3 Enderaugen. Schade, aber ich glaube, es sind bis zu 8 auf jeweils beiden Seiten möglich. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, am Ende waren so Ender-Soul-Elemente, als der draufgegangen ist. Wenn ihr, tricky genug seid, die einzusammeln mit der rechten Maustaste, dann könnt ihr, wenn ihr danach noch eine Eye of Ender habt, diese auf den Boden hauen und dann hättet ihr dieses Ding hier, die Ender-Soul-Hand. Die ist ziemlich cool, denn wir können da... Oh, jetzt ist hier einfach wieder runtergekommen. Das Ding ist nämlich insofern der Hammer, dass ich hier einfach mir einen Block nehmen kann. Bam. Und ich kann ihn jetzt einfach wegschießen. Pass auf, wo wollen wir den hinschießen? Da oben hin. Pfiou. Batsch. Und schon klebt er da dran. Das ist ein richtig cooler Effekt. Also auch hier, ich kann meine halbe Plattform auseinandernehmen. Jetzt baue ich daneben noch was. Okay, nicht getroffen. Komm schon. Ich will daneben treffen. Ja, daneben habe ich getroffen. Einen noch, einen noch. Ja, oder unten drunter. Und das ist ein richtig cooler Effekt. Wir können uns mit dem Teil übrigens auch teleportieren, wie so ein richtiger Enderman. Dazu sneaken wir einfach. Und dann klicken wir nochmal rechts. Und schon sind wir da, wo wir uns hin teleportieren wollten. Hier auch. Hier auch. Wir verlieren auch keine Herzen. Das ist ebenfalls richtig geil. Also allemal schon mal besser als eine Enderperle. Komm, ich will jetzt zu meinem Ulf. Der ist ungefähr da. Da ist mein Ulf. Zack. Und jetzt nehme ich einfach das Schaf. Nee, das kann ich nicht nehmen. Scheiße. Aber ich kann was nach dir werfen. Wie scheiße das ist. Oh Gott. Warte, das muss ich nochmal machen. So, du schaust zu. Das macht richtig Spaß, Mann. Das ist zwar eigentlich total gemein, aber... Wie bescheuert das aussieht. Oh mein Gott, also das Ding macht richtig viel Spaß. Allein das hier wäre schon eine Mod wert. Also richtig cool. Habt damit ruhig selber mal ein bisschen Spaß. Und, ja, oh, jetzt habe ich hier noch einen Bilderrahmen. So ein ganz verlassener Bilderrahmen. Komm, dich mache ich noch fertig. Komm schon. Scheiße, nicht getroffen. Manno. Wie geil das ist. Okay, das ist also die Ender Soul Hand und die ist richtig genial. Also die würde ich gerne im normalen Minecraft haben, weil das macht richtig Spaß. So, der nächste in der Runde wäre jetzt eigentlich der Mutant Snow Golem, aber ich habe irgendwie gerade Bock auf das Skelett, deswegen stellen wir das mal weiter auf. Alter, hier sieht's aus. Deswegen stelle ich das jetzt einfach vor. Und ja, das Umfeld passt schon ganz gut. Let's go. Da ist er. Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Ich werde angegriffen. Ich werde abgeschossen. Auch der hat wieder verschiedene Attacken. Hier zum Beispiel auch gleich mit Hungerattacke. Ich kann aber entgegenwirken. Ich habe meine geilen Äpfel. Komm, komm, komm. Und ich habe vor allem den hier meinen geilen... Ich mach dich kaputt, Hammer. Komm schon, komm schon, komm schon. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ah! Er hat mich gerade mit seinem Brustfork... Brustfork, Alter. Mit seinem Brustkorb weggestoßen. Wo ist er hin? Ist er da unten. So. Der steht einfach kackfrech vor mir. Und jetzt ist er tot. Wir haben hier ganz viele Einzelteile. Das sieht doch relativ lustig aus. Na du? Willst du dir auch angucken, ne? Mach mal Sitz. Da. So. Und ja, wir können uns jetzt hier diese Teile alle einsammeln. Rechtsklick. Und dann haben wir die alle im Inventar. Hier. So, jetzt gehe ich mit Enderperle hoch. Ulf kommt gleich hinterher. Und wir haben jetzt hier verschiedene Einzelteile im Inventar, die hier nämlich. Und die können wir jetzt zu einer Rüstung zusammensetzen. Und diese sieht so aus. Ja, also die Crafting-Rezepte dazu wie folgt. Hier können wir zum Beispiel jetzt die Teile nehmen. Also das heißt halt verschieden. Das hier ist zum Beispiel Shoulder Pad und Limp. Was haben wir hier noch? Hier hätten wir einmal eine Zusammensetzung aus dem und dem. Dann hätten wir hier so eine Art, ja, Brustpanzerung. Da haben wir hier ganz viele Rippen. Und den Helm bekommen wir so als Einzelteil. Als Einzelteil. Dann haben wir noch Leggings. Und dann haben wir noch Boots. Huch, jetzt habe ich irgendwas anderes geklickt. Hä? Was habe ich jetzt geklickt? Hier sind jetzt die Boots. Da, die können wir so zusammensetzen. Und die werde ich jetzt einfach mal anziehen. Diamant ist langweilig. So, und ihr seht, ich kann hier richtig schnell laufen mit der Rüstung. Aber ich kann auch höher springen. Das kann ich euch kurz mal zeigen. Moment, ich gehe mal hier runter.
Da. Und jetzt versuche ich mal, auf diesen Block hochzukommen. Und es ist möglich. Also wir können einen Block insgesamt höher springen. Und man muss auch mal ganz ehrlich dazu sagen, sie sieht richtig geil aus. Jetzt bin ich quasi auch mein behindertes Gesicht los, was immer die ganze Zeit rumsabbert. Also das hat auch schon mal einen Vorteil. Und ja, dazu sind also die ganzen Kleinteile nötig. Da könnt ihr euch hier so eine richtig coole Rüstung zusammenbasteln. Und ja, jetzt haben wir noch einen im Bunde, den letzten. Und na gut, vielleicht nicht den besten, aber er sieht richtig cool aus. Der Snow Golem. Und den Kollegen platzieren wir einfach mal hier. Das ist er. Ihr seht, also hier auch mal, schau mich mal an. Der hat richtig coole Augen. Und generell, die leuchten bei Nacht. Er hinterlässt eine Schneespur und er greift auch andere Mobs an. Ich nehme jetzt hier einfach mal so eine blöde Hexe. Da, komm, greif sie an. Yeah, richtig cooler Typ. Nein, Ulf. Lass meinen Ulf in Ruhe. Also der ist richtig genial. Der wirft einfach Eisblöcke. Also er ist quasi auf eurer Seite. Das ist so ein freundlicher Mob. Und den können wir auch bearbeiten. Da könnten wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen. Jetzt hat der meinen Namen. Der kann allerdings auch kaputt gehen. Oder sagen wir mal, er kann schmelzen. Wenn man es schafft, ihn in Wasser zu hauen. Wenn er auf Wasser kommt, heißt das also, er stirbt so langsam und das, also man muss wirklich ziemlich schnell sein, damit er davon Schaden bekommt. Und jetzt ist er tatsächlich gestorben. Also man kriegt ihn ziemlich schwer tot, denn normalerweise er gefriert hat alles sofort. Und ja, das wäre der gute Kollege Snow Golem. Und das war es eigentlich schon, aber ich habe noch ein Ding, was ich zeigen möchte. Das haben wir auch im Laufe der Review schon bekommen. Mein Inventar ist mal wieder wunderschön. Und zwar ist das Chemical X. Den hätten wir hier. Also das sind ganz normale Spawn Eggs. Das sind jetzt keine Mutant Spawn Eggs. Ich packe hier den Kollegen einfach mal direkt vor meine Nase. Und jetzt gebe ich dem Typ mal diese Chemical X. Wow. Irgendwas passiert. Und. Er ist ein Mutant Snow Golem. Das gleiche beim Creeper. Jetzt muss ich allerdings aufpassen. Der hat einen Mutant Creeper. Und jetzt gibt es jetzt hier den Fight zwischen, zwischen Mutant Golem, mir und dem Creeper. Das sieht richtig geil aus. Aber der Typ ist immer... Aua, der Creeper ist nur auf mich fixiert. Jetzt kämpfen sie gegeneinander. Komm, zum Ende der Mod-Review nochmal ein richtig episches Battle. Oh. Eine Attacke. Eieiei. Ich könnte ihm helfen. Ich könnte dem Snow Golem helfen, indem ich ihm Schneebälle gebe. Moment. Ob ich das schaffe? Kommt schon. Snow. Wieso habe ich nur einen? Komm, 64 Stück. Oder 16. Wo ist er? Komm, ich helfe dir. Werd stark. Da, ihr seht, ich kann ihn heilen. Oh. Ich muss mir selber auch mal heilen. Fuck. Komm schon. Snow. Ich brauche mehr Snow. Warte mal, Timeset 0 mache ich nebenbei auch nochmal. So, jetzt haben wir... Oh, fuck. Jetzt habe ich gerade Tageszeit eingestellt. Uah, er ist gestorben und wir haben wieder ein Creeper-Eye. Aber unser Snow Golem hat überlebt. Hier noch ein kleines Dankeschön. Jetzt wirst du noch ein bisschen geheilt. Ja, kein Problem. Und ja, das war's von der Mod-Review. Es sieht richtig scheiße aus, aber so muss es nach einer Mod-Review aussehen. Wenn es nicht so aussieht, war es nicht geil. Und ja, ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es gibt wahrscheinlich einige Dinge, die ich vergessen habe. Es gab hier so viele einzelne Details, die ich jetzt nicht alle im Kopf hatte. Also schaut da gerne ins Forum nach. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss!